Und hier ist er nun, wie versprochen, der finale Rang für Bowser. Allerdings auf Level 32 und nicht auf 30, wie ich eigentlich dachte. Da habe ich mich geirrt, Entschuldigung. Hiermit erreichen wir den Oberboss-Rang und können Charmkönig aktivieren. Das erhöht BP und Hörner pro Levelaufstieg. Okay, heftig. Und tolle Treffer verursachen mehr Schaden. Bowser wird also immer krasser. Allerdings soll es nun nicht mehr um ihn gehen. Gleich geht es mit Mario und Luigi in die Kampfarena. Wir wollen den Secret Boss besiegen. Und dazu müssen wir erst einmal alle anderen Bosse in der Arena killen. In einer Art Boss Rush. Wenn wir das schaffen, dann werden wir den Secret Boss sehen, den ich in meinem Original-Let's Play damals nicht gezeigt hatte, da er verbuggt war. So, und bei Mario habe ich die Wolkensocken reingenommen als neues Item, was Capi und Bepi jederzeit ein bisschen heilt. Und die Spezialhandschuhe bei Luigi für stärkere Paarattacken. Beim Orden habe ich mich für den Kraftvollen entschieden, der die Attacken dreimal stärker macht. Ob ich da später noch wechseln werde, weiß ich nicht. Das ist dann situationsbedingt. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Geschichte. Wichtig zu wissen ist, bevor man diesen Boss Rush machen kann, muss man die Bosse einzeln besiegen. Das habe ich jetzt schon off-cam gemacht. Das sind 6 Kämpfe. Gibt auch immer eine Level-Empfehlung an der Stelle. Und für den Boss Rush, was Kampf 7 ist, ist der empfohlene Level 45. Ich hatte jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock, so lange zu leveln und gehe da mit Level 38 rein. Kann man als Wahnsinn ansehen. Aber ich bin einfach selbstbewusst und beachte auch, dass das Spiel ja doch ein bisschen vereinfacht wurde. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, auf 40 zumindest hochzugehen. Aber glaubt mir, ich habe schon sehr, sehr viel Zeit investiert, um überhaupt bis an diesen Punkt hier zu kommen. Und so langweiliges Grinden ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Wir probieren das jetzt mal. Wenn es schief geht, dann werdet ihr dieses Video sowieso nie sehen. Oder doch, aber halt nicht diesen Versuch. Weil, ja, wenn ich faile... Sehr gut, dann... Ja, komm. Okay, immerhin. Reicht das für einen Kill? Warte. Reicht das für einen Kill? 1700? Ja, okay, nice. So, der erste Gegner ist natürlich noch mega schwach. Und die späteren dann super stark. Ihr kennt das ja. Was wollte ich sagen? Genau, wenn das schief geht, dann werde ich auf jeden Fall mal auf Level 40 hochleveln. Aber ich möchte es schon underleveled angehen, um einfach nochmal eine Challenge zu haben und damit das Video hier besonders spannend ist. Keine Ahnung, was da wirklich auf mich zukommt. Ich weiß zwar, wer der Secret Boss ist, ich kann aber keine Moves und gar nichts. Weil, ja, wie gesagt, die haben ihn auch damals nicht herausgefordert. Es gab nämlich auf dem DS Grafikglitches. Und deswegen ist der... In der europäischen Version, muss man dazu sagen, nur in der europäischen Version, warum auch immer, unspielbar. So. Boah, das war knapp. Geil. Wird also das allererste Mal sein, dass ihr den Secret Boss hier auf meinem Kanal zu Gesicht bekommt. Und ich bin schon gespannt, was er drauf hat. Solche Arenen sind eigentlich immer aus meiner Sicht ein bisschen langweilig. Weil man ziemlich viel dafür grinden muss. Und so ein Boss Rush, wenn er schief geht, halt auch brutal frustriert. Weil sowas kann, keine Ahnung, 40, 50, 60 Minuten dauern. Zumindest wenn man jetzt mal die anderen Kampfarenen als Basis nimmt, die wir schon gemacht haben. Ich glaube, in Dream Team Bros gab es eine. Und in Paper Jam auch. War da nicht sogar Bowser Jr. dann der Secret Boss? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir haben auf jeden Fall sowas schon ein paar Mal gemacht. Ja, und jetzt eben auch in Abenteuer Bowser. Leider kann Luigi jetzt in dieser Runde nichts anfangen, deswegen greife ich einfach mal an, um ein bisschen Orden-Power zu bekommen. Je schneller wir den Orden füllen, desto besser. Ja, okay. So. Und da dieser Boss ziemlich viele Runden klauen kann, werde ich jetzt gleich mal auf den Sternenmix gehen. Denn eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, ist, ihr habt nicht nur eine Level-Empfehlung, ihr müsst das Ganze auch innerhalb bestimmter Runden geschafft haben. 35 Runden sind für diesen Boss Rush gegeben. Länger dürfen wir nicht brauchen, sonst ist das Ganze hier vorbei.
Auch bei den einzelnen Kämpfen gibt es immer eine vorgegebene Rundenanzahl. Aber die habe ich nie annähernd erreicht. Obwohl ich zumindest bei dem Schrottbot, der glaube ich der vorletzte Gegner ist, schon durchaus Probleme hatte. Also bei dem werde ich dann voll reinhauen. Mario, Luigi. So, und hier bei der zweiten Rapizia habe ich mir auch schon was überlegt. Man hat nämlich in der ersten Runde Zeit, einen Sternenmix abzufeuern. Der hat bei mir allerdings nicht gereicht, um sie instant zu killen. Da war ich allerdings noch auf Level 35, als ich diesen Kampf gemacht habe. Jetzt bin ich auf 38 und habe auch noch meine Ausrüstung verändert. Ein bisschen offensiver zumindest, würde ich mal sagen wollen. Ich hoffe, dass das jetzt reicht, weil sonst nimmt mir die schon ziemlich viel Zeit weg. Komm, der erste muss direkt ein toller Treffer sein. Leider nicht, aber 900 Schaden hört sich gut an. Insgesamt 1800? Nein. Scheiße. Na toll, jetzt habe ich den Salat. Wie machen wir das jetzt? Trotzdem weiterhin sie angreifen? Nee, ich glaube, ich nehme einen Gummiball. Weil es kommt ja drauf an, wie häufig man das Herz trifft. Ne? Jeder Treffer senkt ja den Energiegehalt davon. Wir müssen das jetzt ganz schnell zum Brechen bringen. Nur dummerweise ist beim Gummiball halt leider zufallsbasiert, wer angegriffen wird. Oh Mann, geh doch auf das Herz. Ja, jetzt. Als ob! Und genau in dem Moment verkacke ich es. Das darf doch nicht sein. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hört das auch mal auf? Na, endlich. Bitte mach nicht deinen Fadenschussangriff. Oh, nein. Wobei, warte. Das ist gar nicht so schlecht. Ich kann damit schön kontern. Und gut Damage machen. Vielleicht kriegen wir das Monster ja auch so besiegt. Was witzig wäre. Ach, cool. Und je mehr Gegentreffer Robizia einsteckt, desto mehr wird auch das Herz geschädigt. Okay, dann müsste ich das doch jetzt eigentlich mit einem normalen Jump zerstören können, oder? Ja, nice. Okay, das dürfte es gewesen sein. Dann ist es ja noch relativ gut verlaufen. Wir hätten auch deutlich mehr Zeit verlieren können. Mach mal den Pardots-Meteor. Den habe ich mittlerweile wirklich gut drauf. Und der ist super wichtig im Boss Rush, denn wir haben nicht Zugriff auf unser komplettes Item-Inventar. Die Items sind für diesen Boss Rush vorgegeben. Und ihr könnt euch schon denken, dass man jetzt nicht die krassesten Items dabei hat. Über den Pardots-Meteor können wir uns aber jederzeit noch ein Item beschaffen. Und das ist in diesem Fall ein Sternbonbon. Oh mein Gott, ich glaube, das ist auf jeden Fall das Beste, was man bekommen kann. Geil. KP und BP komplett heilen. Perfekt. Super, mega heftig, krass. Das ist halt so der kleine Trick dahinter. Und der Pardots-Meteor ist eigentlich super easy. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich so Probleme hatte in dem ganzen Let's Play bisher. So, und ich sehe gerade, der Orden ist voll. Aber soll ich ihn jetzt aktivieren? Oder soll ich sparen? Ich glaube aber, das wäre besser, wenn wir ihn aktivieren, weil, wie wir ja wissen, kann Luigi Mario immer wieder beleben. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, deswegen zerfetzen wir einfach beide gleichzeitig. Rescorp. Gut, Teleportertür wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen krasser gewesen, aber ich will hier auf Nummer sicher gehen. Ein toller Treffer wäre natürlich bombastisch. Am besten gegen Luigi. Weil wenn der ausgenockt ist, dann ist der Rest kein Problem mehr. Come on! Hau rein! Boom. Okay, es gab einen tollen Treffer, aber gegen Mario. Lol, der ist schon tot. Ja, dann dürfte es doch eigentlich mit... mach mal nochmal ein paar Downs mit dir drauf, ein weiteres Item. Das dürfte eigentlich reichen. Das ist so scheiße einfach eigentlich. Die ersten zwei kommen ja genau auf die Position, wo Mario und Luigi stehen. Und bei den letzten beiden muss man einfach nur bis nach ganz links bzw. rechts gehen. Da kommt irgendwann so eine unsichtbare Wand
Also man kann irgendwann nicht weiter laufen und der Meteor wird zu 100% dort herunterkommen. Eigentlich ist es die einfachste Paar-Attacke, die wir haben. Und trotzdem ist sie so saustark. Und darf ich fragen, warum dieser Spaten noch lebt? Hä? Konnte man die Attacke nicht mit einem... Ja, eben. Hä? Warum hat Mario Schaden bekommen, als er auf den Buhu gesprungen ist? Absoluter Betrug! Okay, nochmal. So viel kann der eigentlich nicht mehr tanken. Aber hey, ist ja in Ordnung. Nehmen wir uns einfach diese kurze Auszeit und beschaffen uns Items. Ein Sternbonbon haben wir, ein Wundersirup für die BP. Also das ist auf jeden Fall sehr gut gelaufen. So ein Wunderpilz wäre jetzt natürlich noch beste. Oder noch besser, eine Wundernuss. Ja, geil. Ja, es läuft bisher ganz gut. Und damit stirbt er. Okay, jetzt aber Schrottbot. Gegen den hatte ich wirklich Probleme, muss ich gestehen. Also in dem normalen Kampf. Den Bosswasch mache ich ja jetzt zum ersten Mal. Deshalb werde ich hier definitiv Sternmix spammen wie blöd. Ich muss den loswerden. Muss aber auch dazu sagen, ich wurde von seiner Spezialattacke getroffen. Also er versucht ja irgendwann Luigi einzusaugen und wenn das gelingt, dann packt er Luigi in diese Mülltonnen, die er zu sich ruft. Und Mario muss dann versuchen, ihn da rauszubekommen, was sehr langwierig sein kann. Also ich hatte auch Pech bei dem Kampf. Das darf mir halt jetzt auf gar keinen Fall passieren. Weil erstens macht es sau viel Schaden und zweitens kostet es Unmengen an Runden. Ja, das sah jetzt nicht ganz so toll aus. Knapp 900. Naja. Okay. Das ist eigentlich noch ganz einfach auszuweichen. Man darf sich davon halt auch erst recht nicht treffen lassen, weil sonst wird Luigi schwindelig und dann können wir gerne keine Paar-Attacken einsetzen. Was, doof ist, ne? Paar-Attacken sind das A und O hier. Nächster Sternmix. Ja. Ein paar daneben geworfen. Und das muss jetzt reinhauen. Luigis tolle Treffer sind ja gebufft. Aufgrund seiner Ausrüstung. Und die paar Attacken sind auch leicht gestärkt. Da erwarte ich jetzt was. So, einfach mal 1000 direkt zu Beginn. Okay, das war geil. 1-6. Aber noch kein Kill. Rage Mode aktiv. Ja, warte, wenn Mario jetzt noch einen raushaut, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es passt. Und dann hätten wir Schrottbot richtig schnell und nice gekillt. Komm, gib ihm. Ja, im Prinzip ist wahrscheinlich eh nur der Secret Boss das große Problem. Weil die anderen, die richten sich ja auch an viel niedrigere Level. Und die sollen auch nur Zeit wegnehmen. Ich weiß nicht, wie viele Leben der Secret Boss hat oder wie lange er generell durchhält. Aber, ja, tot. Aber es läuft natürlich alles darauf hin. Die anderen sechs sind nur Deko, sozusagen. Okay, jetzt der Finsterstern. Ach ja, die Bosse haben auch alle eine andere Farbe, damit man natürlich erkennt, das ist eine heftigere Version. Und alle haben sie auch X im Namen. Also in dem Fall jetzt halt Finsterstern X. Warum der jetzt aber so gelblich ist, keine Ahnung. Also da er am Anfang ja seine Barriere hat, wäre es eigentlich nicht unklug, jetzt irgendwas in Sachen Heilung zu machen. Mario bekommt zwar jedes Mal KP und BP zurück, aber wir dürfen auch nicht vergessen, er ist schneller als Luigi und er greift immer in der ersten Runde an, deswegen gebe ich ihm jetzt das zurück. Luigi hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Und wenn der dringend was braucht, dann können wir das auch in irgendeiner anderen Erholphase machen. Wie gesagt, der Finsterstein hat ja eine Barriere. Solange wir nicht die zwei Zecken auf ihn gedonnert haben. Und ich gehe jetzt auch mal von zwei Runden aus, in denen wir die Barriere zerstören müssen. Weil der ist jetzt natürlich schon, ja, ich glaube auf unserem Level, ne? Auf Level 38. Das kriege ich nicht in einer Phase geregelt. Würde mich doch sehr wundern jedenfalls. Aber versuchen werde ich es, ganz klar. Ja,
schon mal gut. Schon mal gut. Alles eingesammelt. Komm, hau die Zecken weg. Yeah, die eine ist safe down wegen dem tollen Treffer. Geil. Aber die andere steht noch. Okay, er wirft direkt. Luigi, du musst kontern. Nice. Aua. Aua. Naja, alles halb so wild. Ich gehe mal auf Nummer sicher, okay? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leben die Dinger haben, aber mit einem Trampolin dürfte es auf jeden Fall dann erledigt sein. So, genau. Perfekt. Ja. Das reicht, ja. Oh, was macht er da? Eine seiner Spezialattacken. Weiß ich gar nicht, ob wir die in dem normalen Battle gesehen haben, aber im Kampf gegen die X-Version habe ich die Attacke schon kennengelernt. Ist aber nicht wirklich tragisch. Er schafft halt einfach Ebenbilder von uns, schattige Ebenbilder, und ja, muss halt erkennen, wen er angreift, ne? Am besten aber mit beiden springen. Dann ist auch das kein Thema. So, hier Treffer vermeiden, sonst ist man wieder schwindelig und das ist natürlich mega scheiße dann, ne? Oh, siehst du, jetzt haben wir wieder so eine Ausruhrunde. Ich kann eigentlich jetzt nichts machen. Deshalb. Ja, aber. Aber eine Heilung durch einen Bonbon wäre jetzt halt auch blöd. Ich glaube, ich werde die Nuss nehmen. Oder doch so ein Superpilz. Bin unschlüssig gerade, ehrlich gesagt. Super-Sirup stellt halt nicht so viel her, ne? Wenn, dann müsste ich meinen Wundersirup verwenden. Ja, aber habe ich jetzt auch irgendwie ungern gemacht. Ich hatte ja noch 40. Ja, mal schauen. Ich kann mir ja immer noch neues Zeug beschaffen. Ist ja nicht so wild. Und Bonbon haben wir noch. Ja. Geht schon klar. Hauptsache, wir haben BP, wenn es dann ernst wird. So. Reinhauen bitte. So. Bin zufrieden. Jetzt nicht mehr. Kaum tolle Treffer und nur 700 Schaden. Ist ja absoluter Müll. Ja, toll. Da bleibt mir nichts anderes übrig, Leute. Sorry, ich muss jetzt hier den Angriffsboost nehmen. Mario hat Verteidigungsminus, das geht mir richtig auf den Sack. Und ich muss es zumindest versuchen, ihn in einer Phase zu zerstören. Das ist, wenn überhaupt, halt nur mit Hilfe des Ordens machbar. Und auch nur dann, wenn dieser Sternenmix jetzt richtig geil wird. Wobei, so viele KP hat er ja nicht, ne? Und seine Verteidigung ist auch gesenkt. Also es kann schon hinhauen. Wäre besser so, sonst wird Mario richtig in die Mangel genommen. Okay, 1000. Jo! Über 2k, ja locker, 2,7. Komm, stirb! Ne? Doch, er ist down. Okay, geil. So, und wir haben noch 27 Runden. Und meine Stats sind in Ordnung. Beide über 200 KP. Die BP-Werte passen, glaube ich, auch. Und nun der Secret Boss. Mario. Bowser Luigi. X. Sozusagen der Kampf, den man uns nicht gezeigt hat. Weil am Ende von Mario Luigi Abenteuer Bowser gab es ja diese eine Szene. Muss ich machen, Luigi wieder mit Bowser geprügelt haben. Aber dann kamen die Credits. Und man kann das jetzt so sehen, dass das dieser Kampf ist. Das Einzige, was irgendwie seltsam ist, Mario und Luigi befinden sich ja gerade in Bowsers Körper. Weil die Kampfarena ist ja neben dem Toadmarkt. Sozusagen kämpfen wir in Bowsers Körper gegen Bowser. LOL?
Was zur Hölle? Was hat denn der für eine Verteidigung, bitte? Oder war der Sternmix jetzt wieder Ultraschrott? Was tut er da? Hat er mir den gerade abgenommen? Was soll denn die Scheiße? Das ist doch nicht wahr, oder? Okay. Das kennen wir, glaube ich, schon. Es gab ja schon mal einen Kampf gegen Bowser in der Story. Damals im Krankenhaus. Aber gucken wir mal, Luigi, hat er jetzt auch noch... Ja, ja. Also bei beiden ist der Sternmix weg. Das darf doch nicht wahr sein. Wie krieg ich den Mist wieder? Bleibt man nur die Teleporter-Tür, ne? War ja klar, dass hier wieder irgendeine unfaire Kacke passiert. Oh nein. Als ob, komm, ich brauch... Ja, okay. Schön. Und einen tollen Treffer. Das ist wieder zu wenig. Ja, sag mal, macht ihr das jedes Mal, oder was? Was soll denn der Scheiß? Dann gehe ich jetzt auf die schwächste Attacke, weil ich brauche die ganzen starken noch. Was ist denn das hier? Ja, 100. Tatsächlich. Also er nimmt sich scheinbar jede paar Attacke, nachdem sie eingesetzt wurde. Ja, aber die muss man doch auch irgendwie wieder zurückbekommen können. Oha, was jetzt ist. Okay. Oh no. Feueratem. Ja. Also eigentlich brauche ich die starken noch, deswegen gehe ich jetzt auf die Brosblume. Ich warte, bis mein Orden ready ist und dann feuer ich, was weiß ich, Fresskorb oder die Kreisröhre, irgendwie sowas ab. Ja, aber es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass man da wirklich dann am Ende nur noch mit Standardangriffen angreifen kann. Das ist doch lächerlich. Vielleicht irgendwie mit dem Hammer oder so? Ja, das kann ich jetzt nicht ausprobieren. Das kann ich jetzt nicht verantworten. Ich nehme mal Gummiball. Vielleicht kann ich ihn zumindest stunnen oder sowas. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass der in irgendeiner Weise... Probleme bekommt. Als ob! Ja, geil. Ja, aber ich muss halt jetzt auch zugeben, dass er mich hier jetzt kalt erwischt. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Aber eigentlich finde ich die Goomba-Attacke sogar sehr gut. Weil es ist jetzt nicht so schwer zu kontern. Und es macht tatsächlich guten Schaden. Also besser als meine schwachen Paar-Attacken da. Hör auf! Nein! Ja gut. Aber es summiert sich. Ich kann nur so weitermachen. Also mit Standardangriffen brauche ich hier nicht rumlurchen. Da kann ich direkt nach Hause gehen. Auch wenn ich irgendwie den Verdacht habe, dass man vielleicht mit einem Hammerangriff seine Attacken wieder zurückbekommen kann. Okay, der Orden ist da. Ja, dann, ich weiß jetzt nicht, soll ich warten oder soll ich ihn direkt einsetzen? Weil das kann doch nicht sein, dass du dann am Ende mit Standardangriffen rumwurschteln musst. Ich ändere das jetzt auch mal auf... Wo ist er denn?
Ja, hier. 4 Runden lang 30% mehr Schaden. Das ist mir eigentlich ganz recht so. Weil den anderen kriege ich, glaube ich, nicht nochmal voll. Erst recht nicht, wenn meine paar Attacken gleich alle weg sind. Okay, holen wir uns ein wichtiges Item. Wir müssen uns hier auf das Schlimmste einstellen. Du willst mich doch verarschen! Fick dich. Das darf doch nicht wahr sein. Ausgerechnet jetzt! Was macht denn den Scheiß? Kann ich, glaube ich, auch schon vom anderen Kampf, oder? Ja, ich meine mich an die Attacke zu erinnern. Ja, na klar, na klar. Mhm, sicher, sicher. Natürlich liegt er jetzt auch noch am Boden. Ach, ich kotze! Lohnt sich das? Oder soll ich ihm direkt so einen Bonbon geben? Ach, ich versuch's. Nur noch 3 übrig. Ja, läuft. Ich warte trotzdem mit dem Orden. Ich riskiere das jetzt. Wir brauchen den Sternmix. Wenn ich gewusst, was hier für ein Blödsinn abgeht, dann hätte ich erstmal was anderes eingesetzt und nicht sofort mit Sternmix begonnen. Der hätte noch nicht mal Verteidigungsminus bekommen, ne? Gar nichts! Dieser Kampf ist doch beschiss. ETF? Ah, okay. Denk mir schon. Ja, der Schlag ist aber auch einfach zu kontern. Sobald sein Arm leuchtet, einfach jumpen. Easy. Alles, was einfach konterbar ist, bitte machen. Mhm, haben wir auch hier alles. Komm, Dollartreffer, please. Absolut für den Arsch. Ja, komm. Was soll das? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kann doch nicht ernsthaft mit Sprüngen und Hämmern hier rumgurken. Okay. Okay, Rage Mode. Was? Ne, also das ist doch hier ein Prank. Das kann man nicht gewinnen. Er hat sich komplett geheilt. Ich habe keine Spezialattacken mehr. Das ist nicht deren Ernst. Ja gut, ich wünschte, ich hätte die Level-Empfehlung wahrgenommen. Ich glaube, dass wir jetzt erledigt sind. Erstmal heilen, würde ich sagen, oder? Wundernuss ist jetzt zu früh. Erstmal das super Ding. Es sind nur 40, aber. Besser als nichts. Es sind zwar noch 21 Runden, aber. Aber mit nur Springen und. Oh!
Okay. Jetzt droppt er es auf einmal. Sogar die zwei heftigsten. Reichen die BB? Ja. Dann würde ich mal sagen, ist jetzt kraftvoll angesagt, ne? Keine Diskussion. Jetzt müssen wir reinhauen. Wenn wir hier noch eine Chance haben wollen. Oh mein Goodness. Bitte Sternenmix, von dir hängt so viel ab. Besser als vorher, aber wieder keine tollen Treffer und keine Verteidigungssenkung. Natürlich ist er direkt wieder weg. Ja. Wir können nochmal 1000 mit der Tür rausholen. Das wäre ganz gut. Aber wie viel Leben hat denn der? Also wenn er sich komplett geheilt hat vorher... Minimum 5000, oder? Ehre? Ja, gut. Was nur? Das kam mir deutlich mehr vor. Die Attacke nervt zwar und dauert ewig, aber ich sollte dankbar sein. Wie gesagt, es ist einfach konterbar, es macht gut Schaden. Aber das wird noch eine ganz enge Kiste hier. Braucht den Orden! Vielleicht hätte ich aber doch nochmal den nehmen sollen, der die Attacke verdreifacht. Es gibt auch einen, der versechsfacht die Stärke, aber den kriegen wir halt erst recht nicht voll, ne? Ja, ist halt immer so eine Sache. Ich dachte, das passt so. Okay. Ja, pf, das kannst du behalten, Alter. Ach, warte, der gibt die Dinger in der Reihenfolge raus, in der wir sie am Anfang eingesetzt haben, oder was? Ach so. Okay, ja, und hier bleibt mir jetzt leider nichts anderes übrig. Ich brauche dringend BB. Ich werde das Bomben verwenden müssen. Boah, wenn wir am Ende die Runden ausgehen sollten, ne? Dann flippe ich aber aus, du. Kriege ich denn wenigstens jetzt nach jeder Runde zwei Baby-Attacken zurück? Also er nimmt sich die zwei wieder, aber er gibt auch zwei wieder raus? Ist das so? Oder woran ist das denn gekoppelt? Ich weiß es nicht. Hauptsache, er gibt irgendwas raus. Und jetzt kommen ja auch noch die Starken. Ich bin ja von den Stärksten dann auf die Einfachsten gewechselt. Jetzt kommen wieder die etwas Stärkeren. Und ich hoffe, wenn der Sternenmix wieder da ist, ist auch mein Orden ready. Ja, aber ich muss zugeben, ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht doch den Dreifachverstärkenden genommen habe. Kriegen wir das denn diesmal hin, ja?
Ja, aber das macht auch kaum Schaden, Alter. Kannst du eine Pfeife rauchen? Was ist das denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Ist das seine Ulti? Oh Gott. Ja, warte, warte, so schlimm ist es gar nicht. So schlimm ist es gar nicht. Ja, das habe ich kommen sehen. Du Drecksau. Jetzt wird's für Luigi doch auch langsam mal knapp, aber ich darf nichts machen. Wie crazy ist das hier? Aber es ist mehr so eine Geduldsprobe. Das Problem, was ich habe, ist dieser Rage-Mode, den er hat, der bringt mir überhaupt nichts. Ich kann nicht abschätzen, wie viele KP er hat. Und er kann nochmal mit seinen vollen KP seinen Rage ausnutzen. Was er ja offensichtlich auch sehr effektiv tut. Das sind gefühlt doppelt so viele Goomba wie davor. Und ich glaube, er kann auch häufiger angreifen. Also verschiedene Moves, meine ich. Es nimmt ja kein Ende mehr. Ja, aber meinetwegen. Spam halt Goombas bis zum geht nicht mehr. Wenn wir alle kontern, dann ist das eine schöne Sache. Crap. Ich werde nicht drum rumkommen. Ich muss bei Luigi leider eine Heilung machen. Fuck it. Ach, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Machen wir gleich. Erstmal Bonbon. Das ist deutlich besser angelegt als bei Mario. Aber ich hatte bei ihm halt auch keine andere Wahl, ne? Da würde ich sagen, holen wir uns hier gleich mal Nachschub. Ich hoffe, ich krieg noch so ein Bonbon-Ding. Aber bitte nicht nochmal versauen. Wie gesagt, es ist eigentlich mega einfach. Fick mich! Ja, am Ende des Tages brauche ich mich dann auch nicht beschweren, wenn ich einfach wieder zu blöd bin, diese Attacke auszuführen, weißt du? Ich darf jetzt nicht umfallen. So gedacht, ne? What the fuck? Was? Alles klar. Okay, aber bis auf den ersten abgewehrt. Huh? What the hell? Ist tot! What? Okay, dann war auf jeden Fall das seine Ulti. Habe ich Wonderpilz überhaupt? Bruder, wenn nicht, dann war es das jetzt. Nur zwei. Und dann nur die normalen. Keine One-Up Deluxe. Oh, Jesus Christ. Aber ist das jetzt wenigstens ein Zeichen dafür, dass er gleich tot ist? Ich brauch den Sternenmix, Gott verdammt nochmal! Na
nein, durch Marios Tod ist ja auch der Orden jetzt wieder auf Null auf seiner Seite. Nein. Ey, mach das nochmal! Du willst mich doch komplett verarschen! Mario ist wieder tot. Mario, bitte, bitte überlebe. Nein, nein, nein! Luigi, Luigi! Irre! Luigi, Ehrenmann, bitte, bitte, du musst es fixen, Luigi. Alle Hoffnung in deinen Händen. Gib mir den Stern weg, Subun. Oh, wenn jetzt noch einmal jemand stirbt, ne? Bruder, muss los. Ja, Kreiselröhre, die ist noch ganz gut. Bei jeder Attacke die Hoffnung, dass er stirbt, aber sieht nicht so aus. Oh nee, nochmal der Quatsch. Die Flammen sind nicht das Problem, finde ich. Aber die Stachelkugel am Ende. Scheiße. Als ob! Mann, Mario! Komm, pass auf, es kommt da, es kommt da! Oh. Ich dachte, mit einmal abwehren ist es erledigt. Falsch gedacht. Ey, das wird so verdammt knapp. Aber ich habe die Teleportertür wieder. Und den Sternmix. Komm, das muss es jetzt sein. Die nächsten zwei Attacken müssen ihn killen. Aber soll ich? Ja, doch, ich mach. Ich mach. Eigentlich müsste ich Mario heilen, aber ich habe die Zeit nicht. Wenn er jetzt nochmal den Giant Move macht, dann ist es vorbei. Ich kann niemanden wiederbeleben. Und somit auch keine paar Attacken mehr ausführen. Bitte vernichte ihn! Okay, zumindest mal ein toller Treffer. Und das sind trotzdem nur 8, ja, 735. Das reicht nicht. Angriff oder heilen? Warte, wir. Ah, ja, stimmt, wir haben noch diese Wundernuss. Aber. Ja, doch, komm. Jetzt kann ich hier nicht mehr ändern. Ist egal jetzt. Wir müssen alles in die Waagschale legen. Oh. Nein! Konzentration. Komm, bitte, bitte, bitte! Nein! Okay! Oh. Scheiß drauf! Ich mach lieber Heilung jetzt, warte, warte, warte. Ja. Ultrapilz ist das Beste, was wir noch haben, oder? Ja. RIP. Oh Mann, komm, wir hätten es doch verdient. Hmm.
Okay, gut. Nein, bitte. Boom. Schön. Schön, das war nicht schlecht. Ja, oder? Bruder! Was war das? Oh mein Gott! Ja, 15.000 Münzen und Goldpanzer gewonnen. Schön. Junge, das war eine Nahtoderfahrung. Was kann der Panzer? Das ist für Bowser, oder? Macht Sinn jedenfalls. Ja. Ja, toll, bringt nichts. Egal, ich leg mich ins Bett, ich brauch jetzt Ruhe. Tschö.